Mahlzeit. Schön, dass wir wieder da sein. Ich habe diese Welt echt vermisst. Und es ist endlich soweit. Es gab ein Update. Ja. Es gab ein Update mit ja, durchaus vielen Sachen, die das Leben in, wie auch immer dieser Ort heißt, lebenswerter machen. Aber wo fangen wir an? Es gibt auf jeden Fall keine neuen Fahrzeuge. Es gibt, soweit ich weiß, keine neuen Tuning-Teile. Aber können wir gerne mal nachschauen. Habe ich noch gar nicht geguckt. Nein, sieht nicht so aus bis jetzt. Nein. Gut. Tuning-Teile gibt es keine neuen, aber es wurden diverse Sachen gefixt, zum Beispiel, dass die Lichterkette eure Batterie leer zieht und solche Sachen. War ja wirklich ein großes Problem. Dann wurde auf jeden Fall die Leistung vom LKW reduziert. Das heißt, dieser Motor hat jetzt weniger Power. Und die Handbremse könnte sich lösen, wenn ihr zu steil am Berg steht. Heißt, die Handbremse hält nicht immer. Und, was noch viel geiler ist, ihr könnt hier irgendwie in diesem LKW jetzt schlafen. Allerdings ist das Ganze ein bisschen, naja, schwierig. Da man manchmal echt einfach den Punkt nicht richtig findet. Na? Ich hatte es doch vorhin schon mal gehabt. Ja, irgendwie könnt ihr hier drin auf jeden Fall schlafen. Dann die Tür zumachen. Ah, okay, hier fehlt der Sound. Muss ich mich auch mal hier hinsetzen. So. Gut, kann auch daran liegen, dass ich einfach nicht müde bin. Aber ihr könnt auf jeden Fall im LKW jetzt schlafen. Und das Sofa vom Schrottplatz. Wer es kennt, auf dem könnt ihr auch schlafen. Coole Sache, oder? Ein lang gewünschter Wunsch. Gewünschter Wunsch? In Erfüllung. Geil. Geil. Was gibt's denn noch so ein bisschen Neues? Es wurden ein paar Grafiksachen gefixt, ein paar Anpassungen gemacht. Auf der Karte muss ich euch jetzt auch mal was zeigen. Das sieht echt komisch aus. Hier ist auf einmal ein übelster Strich. Ja, aber was ist das? Schauen wir uns mal an. Also, Tür auf vom Rennwagen. Bier mitnehmen, ganz wichtig. Das Bier nicht vergessen. Ah, oh, na gut, okay. Gott, ich bin diese Kiste schon ewig nicht mehr gefahren. Anschneiden. Scheint ja noch zu laufen. Steuerung ist auch noch alles ganz. Gut, wenn wir mal zu den... Oh, habe ich jetzt abgewürgt? Tragisch. Die Tachoposition von diesem komischen Drehtonner wurde leider immer noch nicht angepasst. Finde ich ein wenig schade. Ist jetzt aber nicht unbedingt so schlimm. Was wurde noch geändert? Mr. Fattari, der Typ aus der Werkstatt, möchte seit neuestem sein Auto zurückhaben. Nach einer gewissen Zeit, versteht sich. Und ihr solltet es wirklich zurückbringen. Jedoch weiß ich echt nicht, was das für Nebenwirkungen haben könnte. Wir werden es aber, ich denke, am Samstag mal rausfinden. Weil ich mir überlegt habe, wir fangen nochmal neu an. Ja, mein Summercar noch einmal von null bis zum bitteren Ende. Kann auch gut möglich sein, dass der Livestream am Samstag ein bisschen länger gehen könnte als normal. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was erleben. Wo sind denn jetzt dieser Strich? Ein sehr ominöser Strich auf der Karte. Nein, da müsste ja noch vor der Kreuzung kommen, auf jeden Fall. Gehen wir mal von aus. Und so weit war das eigentlich nicht. Oh, Moment.
Oh, ein Eisen. Ah, ich sehe ja schon, was hier los ist. Hier war auch ein neues Schild. Ein Eisenbahnschild. Okay, schlecht. Weiße Zahlen auf weißem Grund. Eisenbahn? Gibt es jetzt hier Züge? Ist ja cool. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, damit hier etliche Unfälle passieren könnten. Ach, ich bin noch angeschnallt. Ist ja cool. Hier wurde eine ewig lange Schiene eingebaut, die einfach mal ins Nichts führen. Oh, ist da hinten ein Tunnel? Cool, da hinten gibt es einen Tunnel. Das werden wir wahrscheinlich im Livestream mal erforschen müssen, was denn hier so los ist. Aber das ist auch neu. Sieht auf jeden Fall schick aus, oder? Ja. Macht auf jeden Fall was her. Gut, zurück zum Haus. Will euch ja noch mehr zeigen. Gibt ja noch viele andere neue Sachen. Woher weiß ich, dass die Tür zu ist? Hier fehlt irgendwie ein Soundgeräusch. Aber macht ja nichts. Ja, ich quäle mein Auto manchmal. Weil ist ja ein Rallye-Auto. Muss gequält werden. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe diese Welt echt vermisst. Schön, dass es ein Update gab. Schön, dass es wieder Neues zu entdecken gibt. Und wir werden es gemeinsam entdecken. Nur mal eine kleine Vorschau, was es denn so Neues gibt. Auf geht's. Ja, dieser Bahnübergang ist schon sehr hart gestaltet, meiner Meinung nach. Die nächste Überraschung, die ich für euch habe, die dieses Update mit sich gebracht hat. Nun, dafür müssen wir leider, leider, leider eine kleine Runde Boot fahren. Dann wirken die Kiste gleich ab. Weil wenn ich irgendwie zu ver... Oh, ich war gar nicht angeschnallt. Schlechtes Vorbild. Ganz schlechtes Vorbild. Und ganz wichtig, immer Bier mitnehmen. So, Enter Driving Mode. Dann wollen wir die Kiste mal anreißen hier. Läuft ja ganz gut. Auf geht's. Ja, das Boot ist echt laut. Ich habe keine Ahnung, wie viel Sprit hier drin ist. Das kann auch wirklich mal das erste Mal sein, damit dieses Boot wirklich einen Sinn hat. Ich meine, klar war es cool, um mal fix in die Stadt zu fahren. Aber vielleicht seht ihr es da drüben schon. Da. Das ist auch neu. Ganz neu. Allerdings dauert es mit diesem Boot echt ewig, bis dorthin zu kommen. Wäre aber auch einfach nicht schneller. Vielleicht werden mal ein paar Tuning-Teile fürs Boot ganz angebracht. Lalalala. Ja. Ja. Kann ich hier eigentlich... Nein, hat nur einen Gang. Schade. Hat dieses Boot wirklich nur einen Gang? Ja, hat nur einen Gang. Wir haben Bier dabei. Kann ja nichts schief gehen. Ja, ich quäle euch ganz schön, oder?
mach's extra mit Absicht nicht schneller, damit ihr wirklich wisst, wo ich hin will. Und das ist wirklich, es ist kein Mod, es ist nichts bearbeitet. Das ist wirklich alles original mit dem Update gekommen. Super Sache, absolut genial. Dieses Update macht das Leben hier einfach lebenswerter. Kann man so sagen. Und immer Bier mitnehmen. Weil ohne Bier, ja, wisst ihr, ist das Leben nur halb so schön. Ja, seht ihr schon, diese wunderschöne Hütte auf dieser kleinen Insel. Bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, ob es diese Insel vorher überhaupt schon gab. Keine Ahnung. Motor aus. Na, das muss man schon mitnehmen hier. Weil doch unser neues Sommerhaus gleich mal einweihen hier. Sehr schön. So, sieht auch gleich schon viel heimischer aus. Ja. Nun, was haben wir hier? Wir haben hier einen kleinen Tisch. Wahrscheinlich keine Küche oder irgendwas. Einen kleinen Kamin. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nein. Aber wir haben hier eine kleine Laterne. Ist das cool? Auch wenn das Feuer hier echt ein bisschen komisch aussieht. Aber gemütlich, oder? Schöne kleine Holzhütte. Fetzt. Ja, aber es gibt noch was viel Besseres hier. Hier gibt es nämlich eine neue Sauna mit richtigem Holzofen. Schau mal her. Cool, oder? Und wisst ihr, was noch viel besser ist? Das Holz steht gleich nebenan. Eine Sauna, wie sie sich wahrscheinlich jeder zu Hause wünscht. Nämlich erstmal Holz hacken. Schnappt euch hier so ein Stück Holz. Rinn hier. Ja, dann legt ihr das hier rein. Hopp. Und könnt hier Feuer machen. Ist das geil? Jetzt brauchen wir allerdings noch Wasser. Ist ja aber kein Problem. Wir sind ja hier direkt am Wasser. Weil fließendes Wasser aus einem Wasserhahn gibt es hier nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr an eurem... Oh, schön. Quäntchen sogar. Herrlich. Herrlich. Ist es ganz wichtig, dass ihr hier immer Bier habt. Oder andere Getränke. Ich meine, wer kein Bier trinken will, trinkt kein Bier. Ist klar. Tür zu. Ich soll das Ganze erstmal schön aufheizen hier. Ach ja, richtig. Hier könnt ihr auch schlafen. Das heißt, ihr könnt jetzt zu Hause schlafen, im LKW schlafen, in eurem Ferienhaus schlafen. Ich habe das Bier vergessen. Und trinkt noch eins, dann machen wir los. Genau, in eurem Ferienhaus schlafen. Und ihr könnt auf dem Sofa schlafen, welches ihr am Schrottplatz findet. Der Vorteil an diesem Sofa ist, ihr könnt dieses Sofa hinstellen, wo ihr wollt. Ich würde mir dieses Sofa wahrscheinlich in den Bus hinten reinklatschen. Hallo? Nein, so geht doch. Ja, ich würde mir dieses Sofa wahrscheinlich in den Bus hinten reinlegen, um einfach im Bus auch schlafen zu können. Hat durchaus Vorteile. Ihr seid müde. Seid unterwegs. Na, schlafen wir halt eine Runde. Was soll's. So, jetzt fahren wir in die Stadt. In der Stadt gibt es auch noch ein, zwei Kleinigkeiten, die neu sind. Allerdings weiß ich bei manchen echt nicht, was sie für einen Sinn haben sollen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Was findet ihr eigentlich so bis jetzt am coolsten an diesem Update? Würde mich echt mal interessieren. Könnt ihr dann am Ende vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr an diesem Update gut findet, was ihr schlecht findet und was ihr euch für die Zukunft für My Summer Car wünscht. Ja, ich weiß, mehr Autos, mehr Teile, aber der Entwickler macht sich Gedanken.
Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich schon Züge gibt auf diesen Gleisen oder ob die nur einfach so erstmal da sind. Aber sie sind da. Und das ist schon mal echt nicht schlecht. So, wir sind schon fast da. Der Turm. Schön, dieses Ferienhaus. Echt schön. Gefällt mir gut. Wir werden natürlich alles noch viel genauer unter die Lupe nehmen. Samstag ab 13 Uhr live. Seid dabei, wenn ihr Bock habt. Würde mich echt freuen. Und für alle die, die in den letzten Leistungsreihen spielen, mein Summer Car. Ja, ich spiele es wieder. Diesen Samstag. Nicht vergessen. Boom. Motor aus. So, schauen wir, was in der Stadt los ist. Ja, ich habe kein Bier mehr, aber hier gibt es ja einen Laden. Oh, was ist das? Gab es hier schon immer einen Sportplatz? Ist mir irgendwie neu. Cool. Dieser Sportplatz ist allerdings sehr verdächtig. Vielleicht kann man irgendwann online Multiplayer-Fußball spielen? Oder was hat das Ganze für einen Sinn? Ich meine, warum pflastert man hier einfach einen Sportplatz her? Gibt es neue Missionen oder so? Gut, auf jeden Fall, es gibt jetzt einen Fußballplatz. Ha! Nicht schlecht. Auf geht's zum Laden, auch wenn es ein langer Weg ist. Weil der Laden hat jetzt eine kleine Eigenart. Bis jetzt war es ja immer so, dass der Laden jeden Tag frisch gefüllt war. Randvoll bis oben hin mit irgendwelchen Sachen. Dem ist leider nicht mehr so. Der Laden wird jetzt nur einmal aufgefüllt. Und zwar dann, wenn ihr das Spiel ladet. Das heißt, wenn ihr jetzt in den Laden geht und wollt was zu essen kaufen und es ist nichts mehr zu essen da, speichern, Spiel neu laden, ist der Laden wieder voll. Speichert ihr nicht, bleibt der Laden leer. Was das für einen Sinn haben soll, habe ich leider auch noch nicht begriffen. Aber ist eben jetzt so. Ein langer Weg. Okay, das Auto steht irgendwie anders da. Da steht ja wie so ein Fluchtweg. Parken. Keine Ahnung. Meine Helvetti. Ah, hier liegen auch noch zwei Kisten Bier von mir rum. Naja. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal hier vergessen. Überlebenswichtig. Verteilt Bier überall und Essen überall auf der Karte. Ah. Okay, sitzt hier jemand drin mittlerweile? Hey, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää osaks tää no, genau. Tehdä ja... Auf jeden Fall. Promusa kanssa tänne riehumaan. Ei vittu, mehän vittu jo. Haista paska. Siis mitä vittua no, oikeesti hei? Tuu vittu tänne näyttää tuon saatana sormees vittu, jos sulla on jotain vittu asiaa saatana mulla. Ah, okei. Okay. Ei vittu, taas kun se juottaa saatana paskaa. Teemo kun se ottaa vittu aina myy. Sun pitäis kysyä, ah, kun teemotta vittu se hommaa sitä vittu kurjalaa. Oh, ihan tosta. Tässä on vittu mitään järkeä tossa hommassa. Ota hei yks kurjala ja vittu paino nyt vittuus. Oh, komm. Hä? Ei doch nicht schön. Ach du Scheiße. Wieso fährt hier eigentlich ein Bus durch die Gegend? Interessant. Ja, was wollte ich so genau sagen? Der Laden wird andersweilig aufgefüllt mittlerweile. Kaffee, gibt es hier irgendwas Neues? Spielautomat, kennen wir ja. Die Mückenspray, das wahrscheinlich immer noch nicht funktioniert. Ja, Bier ist auch nicht mehr geworden. Chips, die Chips der Hölle. Gefährlich. Achso, das waren diese Kekse und Zucker. Okay. Öl, das. Gut, hier hat sich irgendwie nichts verändert. Die Schalter sind auch noch hier unten. Gut. Ja, gibt es hier was Neues? Was? Maragatababa. Ja, schön. Und hier? Ja, war ja klar, dass hier zu ist. Hier hinten irgendwas Neues? Nein.
Oh, ich höre was, ich höre was. Hey! Wo fährt der hin? Na, nun ist er weg. Schade. Müssen wir, glaube ich, auch mal live ausprobieren, was es mit dem Bus auf sich hat. So, achso, ein paar, ja, komme ich nicht rein. Genau, was wollte ich sagen? Soll ihr ein Problem haben, dass der Laden leer ist? Ihr könnt einfach hier hinten speichern. Ladet das Spiel wieder. Dann steht euer Auto hier, euer Bus hier, oder welches Auto auch immer ihr hier seid. Und dann ist der Laden wieder gefüllt. Ansonsten bleibt er einfach leer. Also echt schade, dass der Bus weg ist jetzt. Oh, ich sehe, wir sind schon bei 20 Minuten. Ah, der soll die Klappe halten, der Kollege. Na gut. Oh. Oh, 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 oh. So. Gut, wollen wir mal auf den Bus warten. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns Samstag im Livestream. Lasst doch noch einen Daumen da. Natürlich nur, wenn ihr Bock habt. Und genau, Samstag ab 13 Uhr werden wir das komplette Update gemeinsam erforschen. Und wir fangen bei Null an. Wir bauen das Fahrzeug wieder. Wir machen komplett Neustart in My Summer Car. Damit auch die, die später dazugekommen sind, das Ganze nochmal miterleben. In diesem Sinne, haut rein!